Yo! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Squad Builder von meiner Seite. Ja, heute mal wieder ein 50.000 München Squad Builder. Wir fangen an mit dem Altmeister. Es ist Gianluigi Buffon. Ein wirklich sehr, sehr guter Keeper im Real Life, wie in FIFA. Und da kann man sich wirklich am Real Life orientieren, wie er spielt. Auf der Linie überragend, vor dem Kasten im Strafraum, da nicht so gut. Kurzer war, wie man ihn jetzt auch immer ausspricht, das kann einem egal sein. Auf jeden Fall den, der ist auch dabei, genauso wie Andrea Basali, wo ist er? Da ist er. Den habe ich natürlich auch. Und Chiellini ist dann der wirklich, also man kann hier natürlich auch Bonucci nehmen, aber den würde ich euch einfach nicht empfehlen. Ja, und Lichtsteiner ist dann unser nächster Mann, auch einer, also es ist wirklich vom Prinzip her komplette Turin-Abwehr, aber die kann ja auch was, so ist das ja nicht. Die ist natürlich auch meiner Meinung nach echt gut. Pastore ist dann unser, ich würde sagen ZDM. Ein Spieler, der Drang nach vorne hat, der gut dribbeln kann, aber auch defensiv ganz gut ist. Hier ist Verratti, das könnt ihr übrigens tauschen, ich würde euch das aber nicht empfehlen, weil Verratti einfach zu klein ist dafür. Verratti ist gerade mal 1,65 Meter und da hat man eben keine Chance, jegliche Kopfballduelle zu gewinnen, im Gegensatz zu 1,87. Deswegen, wie gesagt, der Schritt nicht empfehlen. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, der das ist ein Spieler, den ich wirklich super gerne mag, weil er hat richtig geile Longshots, er hat 4 Stände-Skills, er hat alles, wirklich alles, was man haben muss. Claudio Marchisio. Und ja, deswegen auch einer, den ich euch ohne irgendwelche Bedenken empfehlen kann. Und jetzt kommt Di Maria. Ja. Und eigentlich müsste ich nochmal so ein Team machen mit Di Maria einfach nur und mit Carlitos. Einfach nur, damit man den Namen sagen kann. Ja. Dybala ist dann unser nächster Spieler. Auch ein sehr guter. Aber ja, zu dem brauche ich auch nicht so viel sagen. Paolo Dybala mit dem 81er Rating. Da ist er jetzt hier, der Non in Form. Und Gonzalo Higuain ist dann wieder, den hatte ich auch schon mal im Squad. Hier könnt ihr natürlich auswählen, welche Karte ihr haben wollt. Ich würde euch zunächst einmal die 86er Karte empfehlen. Die ist ja auch geschrieben, denn diese ist auch sehr gut. Ja, das war es auch schon. Ein wirkliches Team, was sehr, sehr konstant ist. Das würde ich mir auch bauen. Ich habe ja hier schon einen Teil gemacht. Habe euch jetzt aber erst das Team gezeigt, damit ihr es eben erst seht. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.